Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute in eigener Sache. Und zwar habt ihr bestimmt schon mitbekommen, meine eigene Motorsense wird auch langsam altersschwach. Fluorett. Das heißt, diese Motorsense habe ich damals gekauft, wo es noch Praktika gab. Und das ist ja schon einige Jährchen her. Zumindest hier bei uns in Salzgitter. Da hatte ich sie damals noch gekauft, wo der Laden auch noch gut gelaufen war, alles in Ordnung war. Und das ist jetzt ja schon einige Jährchen her. Nun bekommt auch diese Motorsense leichte Wehwehchen. Ich wollte gerade hinten suchen. Mein Anzieher einfach weggeknackst. Ohne ein Wort, einfach weggeknackt. Dann hatte ich ja gestern die Sense umgestellt, wo hier was kaputt ging. Aber das sieht auch schon sehr altersschwach aus. Okay, rutscht mal ein bisschen dran. Hiermit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber jetzt sieht man schön, das ist wie so, als wie Fasernrisse, so Glasrisse. Wisst ihr, wenn das Glas so, ne, zerdeppert? So sieht hier das Kunststoff aus. Ich nehme euch noch mal ein Stück näher. Ja, wie geplatztes Glas sieht das aus. Naja, das ist auf jeden Fall hin. Okay, kommen wir noch mal zum Griff. Ja nun, das ist das Überbleibsel vom Griff. Wie gesagt, ein Zug. Auf einmal war es weg. Wahnsinn, das kann ich aber noch selbst erneuern, da werde ich mir noch was zu einfallen lassen, dass ich hier auch wieder so einen schönen kleinen Griff dran bekomme. Ich werde mir wohl den selbst bauen, ich denke mal, ich baue mir den selbst. Gut, was wir jetzt zuerst machen ist, wir gucken uns oben mal die Pumpe an. Anfangen würde ich ganz gerne, wenn ich hier den Luftfilter erstmal rausnehme. Ich nehme jetzt mal den Luftfilter raus, weil ich möchte mir selbst erstmal ein Bild machen. Okay, hier sind Verschraubungen, also Muttern sind hier drauf. Hier hinten haben wir eine Verschraubung. Die würde ich mal gerne lösen. Ich muss mir das jetzt selbst erstmal angucken, weil ich denke mal, es könnte passieren, dass ich auch hier den Vergaser lösen muss. Wie bei den anderen Teil, was ich hatte, ja, das sieht ganz danach aus. Hier kann ich nichts bewegen. Ich denke, ich muss die Muttern lösen, die hier drin sind. Ich habe mir jetzt extra einen Langaufsatz genommen, dass ihr das auch sehen könnt. Also wir nehmen jetzt im Grunde, denke ich mal, ja, dass ich jetzt wohl den Vergaser lösen werde. Und aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir brauchen nur an dieses Teil hier dran kommen. Gut, wir wollen mal schauen. Wir ziehen das jetzt ab. Ah, seht ihr? So sieht es dahinter aus. Ja, gut. Hier hängt auch noch eine Feder. Ach nee, das ist gar keine Feder. Ah, okay. Das ist der Raster für den Schok dann. Gut. Ah, okay. Sowas habe ich natürlich nicht vorrätig. Ich nehme euch mal ein Stück zurück. Und zwar sieht man das jetzt hier. Das ist gesteckt, das Teil. Na toll, jetzt darf ich mir, weil das hier gesteckt ist, darf ich mir jetzt selbst so ein Teil nachbestellen. Ich würde sagen, ich nehme mal die Benzinschläuche ab. Versuche jetzt mal hier, ob ich hier dran komme. Wenn es knackt, ist auch nicht so schlimm. Was jetzt nur sein muss, eben die Benzinschläuche müssen hier runter. Wie gesagt, wenn jetzt irgendwas hier dran kaputt geht, das, ich denke mal, das kann man eh nicht selbst reparieren. Gut, das haben wir. Und jetzt versuchen wir das Teil mal rauszubekommen. Mal gucken, ob es von alleine geht. Ja, hier schon mal. Das ist nur so eingerastet. Zack. Aber ich glaube,
Das kann man. Oder? Wenn man das hier abschrauben könnte. Wenn man das jetzt hier oben abschrauben könnte. Dann könnte ich das wahrscheinlich sogar selbst reparieren. Ja. Wir schauen mal weiter. Ich habe mir jetzt mal eine Rohrzange genommen. Und ich würde gerne mal ausprobieren, ob sich das vielleicht echt abschrauben lässt. Das wäre natürlich der Granate. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier eben dann nichts kaputt mache. Wir können es ja mal probieren, aber ich glaube bald, das ist gepresst. Das sieht gar nicht so danach aus, als dass verschraubt ist. Wir probieren es mal weiter. Zum Einsatz würden ja zwei Rohrzangen kommen. Wir gucken mal. Ich meine, mehr als kaputt machen kann man es nicht. Nur ich muss natürlich wirklich vorsichtig sein. Ich nehme jetzt mal die Zange auf diese Seite. Ja, das würde funktionieren. Ja, mal gucken, ob wir Halt drin haben. Ja, und ich setze jetzt mal die Zange oben vorsichtig natürlich auf, um zu gucken, ob man das hier drehen kann. Vorsichtig. So, jetzt. Nein, es lässt sich nicht drehen. Bisschen festhalten nochmal. Nein. Ah. Darf nur nicht beschädigen, da muss ich aufpassen. Das Ding ist weggeflogen. Das ist einfach nur oben aufgesteckt, wie es aussieht. Aber wo ist der Rest von diesen hier jetzt? Hängt der da noch drin? Lasst uns mal schauen. Ha, da ist es. Tatsache. Und? Moment. Haben wir irgendwas beschädigt? Nein, es ist alles heile. Selbst hier. Ja, nur so, ja, so kleiner Eindruck. Aber mal gucken, ob ich noch sowas habe. Ich habe doch mir solche Teile bestellt. Wir schauen einfach mal. Tata! Ha, wer sagt's denn? Da. Auch nur so ein kleiner Kranz. Ich setze das jetzt hier mal auf. Das sieht gut aus. Hier mal rein. Oh nee, oh, das ist doch angeknackst. Ja, okay. Ganz leicht angeknackst. Sekundenkleber muss her. Sauberes Tuch. So, das mache ich jetzt aber hier. Jetzt, diesmal stelle ich das richtig ein. So. Und ein bisschen entfetten. Und dann, das ist ja nur die Außenhaut sozusagen. Wenn ich das wieder hinkriege, dass ich diesen ganz kleinen Riss hier zusammenbekomme, das ist nicht viel. Dann könnten wir es eventuell retten. Ansonsten muss ich doch ein neues Teil bestellen. Gut, ein bisschen abziehen lassen, ne, dass das verdunstet und dann gehen wir damit dran. Da das ja hier wie Gel ist, dieser Sekundenkleber, kann ich es da richtig zwischen quetschen. Mal gucken, ob das klappt. Ich quetsche das jetzt einfach zwischen. Aber es muss natürlich auch dementsprechend durchkommen. Hier sauber machen. Und somit dann auch hier reindrücken, dass wir das auch richtig schön zusammendrücken können. Mal gucken, ob das klappt. Das sieht gut aus. Ja, das sieht recht gut aus. So, schnell wieder von Schraubendreher runter. Jetzt klebt mein Finger hier eben noch dran. Das legen wir kurz ab, bevor hier alles fest wird. Und seht ihr, das klebt nämlich schon. Was ich jetzt mache, ich nehme die Zange, also die Rohrzange, und drücke das zusammen und pusten. Das mache ich jetzt weiter und dann
dass es wieder trocknet. Ja, jetzt halte ich das so fest, dass es ein bisschen trocknen kann. Ich hoffe, dass das auch klappt. Doch, es sieht gut aus. Ja, es hat sich reingezogen. Moment, ich muss das dann eh noch sauber machen. Ich halte das jetzt noch so ein bisschen fest, ne, so ein bisschen Gegendruck nur. Und ja, danach heißt es Daumen drücken. Ein paar Minuten sind vergangen. Ich glaube, das ist okay. Ich gucke nochmal. Ja. Gut, noch ein bisschen durchziehen lassen. Dann mache ich das sauber. Das hier ist jetzt von der Zange gewesen. Dann mache ich das sauber und dann versuchen wir unser Glück. Jetzt habe ich ja hier so ein bisschen Überfluss drin. Ne? Das schneide ich jetzt einfach. Ja, das ist noch gar nicht so fest. Also wir lassen es einfach noch ein bisschen ziehen. Mal gucken. Ja, es ist schwierig. Ne? Aber es sieht schon recht gut aus. Ich drücke hier noch ein bisschen weiter drauf. Viel kann man hier nicht dran machen. Das Kunststoff hat natürlich auch schon ganz schön gelitten. Das muss ich wirklich so sagen. Ich setze das Teil jetzt ein. Und ja, wir versuchen unser Glück. Hier habe ich ja nichts dran gemacht. Wir versuchen das jetzt einfach. Mal gucken, ob wir es wieder drauf bekommen. Das wird wahrscheinlich ein Akt. Das wird gar nicht so einfach. Das muss irgendwie geknackt werden anscheinend. Gut, wir versuchen es. Vorsichtig natürlich. Ja. Mal gucken, ob wir es irgendwie hinbekommen. Das wird gar nicht so einfach. Weil ich nur an einen Punkt immer drücken kann. Wir versuchen es mal an zwei Punkte. Nur nicht gerade da, wo ich geklebt habe. Einmal hier würde ich es gerne versuchen. Okay. Dann versuchen wir es eben so nochmal. Nee, das funktioniert so nicht. Ich würde gerne hier einmal halten. Nur drücke ich hier zu dolle, dann verschwindet die andere Seite. Jetzt brauche ich die andere Zange wieder. Gut, wir machen das mal so. Ich lege das jetzt hier auf. Wie gesagt, ich möchte aber nicht gerade die Punkte erwischen, wo es schon recht defekt ist. Ich halte jetzt, oder ich nehme jetzt beide Zangen und drücke hier zugleich. Das wird wohl doch nichts werden. Nee, das reißt schon wieder ein. Hier ist auch gar keine Kante irgendwie dran. Im Grunde ist hier gar keine richtige Kante dran. Das kriegt man hier gar nicht mehr drauf. Das kann jetzt nicht nur wegen diesem Stück sein. Ich versuche es nochmal weiter. Also, ich habe jetzt hier mal geguckt. Hier ist keine Kante. Als ob das nur so drüber gesteckt wird irgendwie. Weil hier selbst... ist eigentlich auch keine Kante. Nochmal das Gleiche. So wäre es jetzt, ja, aber immer noch nicht, wie es sein soll. Weiter probieren. So, jetzt habe ich das Teil hier zwischen gemacht. Ich spanne hier mal so ein bisschen nur, aber ganz minimal. Und ich habe mir eine tiefe Nuss genommen. Wie gesagt, mehr kaputt machen können wir da gar nicht. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und wir versuchen mal. Irgendwie tut sich da nichts.
Das funktioniert nicht. Im Gegenteil. Oh, da war noch ein Schräubchen drin. Okay, kommt auch nicht jeden Tag vor. Aber das Ding will nicht. Ja, jetzt ist es auch noch mehr gerissen. Okay, wir geben es auf. Wir geben es auf. Wir nehmen das Teil raus. Das wird natürlich wieder schön sauber gemacht, zur Seite gelegt. Und wir brauchen jetzt so ein Teil. Okay, dann ist das eben so. Dass mir der Vergaser jetzt hier nicht runterfällt, drehe ich einfach die Muttern hier drauf und ziehe somit den Vergaser etwas nach hinten. Wie gesagt, nicht, dass der runterrutscht. So, das sollte schon gut sein. Und ja, eigentlich zur Seite stellen. Hier sitzt, ja, das ist der Überlauf. Hier dürfte eigentlich so weiter nichts passieren. Das Ding wird wieder hochkant hingestellt und die anderen Teile nehme ich zur Seite und hebe sie auf jeden Fall auf. Ich will gerade noch mal gucken. Hier setze ich die Schraube hier auch gleich noch mal an, wenn sie denn rein will. Dann kann die wenigstens auch nicht verloren gehen. Die gehört hier normalerweise rein, dann geh doch da auch rein. Naja, okay. Geben wir uns geschlagen. Schraube hier rein. Und diese ganzen Sachen zur Seite, das muss ich auch noch reinigen. Das sieht hier auch ein bisschen ölig aus. Das wird dann gereinigt und dann hat sich das. Tja, das ist manchmal so. Ich hätte ja gedacht, aber ich hätte vielleicht noch mehr Feingefühl reinbringen sollen, wo ich das auseinandernehmen wollte. Okay, ist nun mal so. Habe ich den Namen richtig gesagt von diesem Gerät? Das heißt nämlich Fleurel. Hatte ich das am Anfang so gesagt? Ich hoffe doch. Und zwar ist es die FBS 7643. Falls sich jemand dafür interessiert oder wie auch immer oder vielleicht selbst ein Problem hat, dann kann er da daraus lernen, auch wenn mal nicht alles so funktioniert, wie es sein soll. Aber das Hauptsächliche haben wir ja doch geschafft. Gut, also ich bin zufrieden damit, sagen wir mal so. Ich gebe mich einfach zufrieden mit diesem Gerät. Ich glaube, das hat mal, ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall über 100 Euro gekostet damals. Aber das, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her. Aufgrund dessen würde ich sagen, ich nehme jetzt das Teil in die Hand und suche nach einer neuen Pumpe, dass wir die wieder hier oben reinbekommen und ja, dass ich auch meine Arbeiten weitermachen kann. Sonst steht wieder alles. Deshalb, für heute war es das. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.